Nicole, ich bin gerade den Honda Jazz Hybrid gefahren. Und was ich euch zum Hybrid sagen kann, jetzt habe ich noch meine Sonnenbrille auf, das ist natürlich sehr unpersönlich, aber es war gerade hier ganz schön hell. Der Hybrid ist ein Fahrzeug, wo man einfach sehr, sehr gut in der Stadt mitfahren kann, weil die optimale Geschwindigkeit, wo der Wagen nämlich den elektrischen Antrieb hervorhebt bzw. auch den Benzinmotor ausschaltet, ist zwischen 30 und 48 km/h. Das heißt, es ist ideal, in der Stadt zu fahren, wo man immer Stop and Go hat entsprechend. Der Hybrid ist sehr, sehr spritzig, muss man sagen. Man hat also auch eine Sporteinstellung. Es ist Automatik. Ganz normale auf D kann man auch noch mit dem Econ-Mode kombinieren. Und wie das genau geht, das zeige ich euch dann gleich im Innenraum. So sieht das aus, wenn man die Tür geöffnet hat und einfach mal in den Jazz einsteigt. So, noch ist das ganze Armaturengedöns aus. Und jetzt muss ich natürlich den Schlüssel suchen, weil was mich sehr, sehr extrem bei jedem Auto, nicht nur, genau, Quad Erat Demonstrandum, das Schlüsselgepiepe. So, jetzt, dann muss ich wohl die Tür mal zumachen und hier in Hitze ersticken. Jetzt ist er ruhig und zeigt auch nichts mehr an. Jetzt habe ich die Zündung angemacht und jetzt piept er wieder. Sicherheitsgurt anlegen. Nein, ich will jetzt keinen Sicherheitsgurt anlegen. Ah, jetzt ist er schon ruhig. Sehr, sehr schön. Ja, das ist also das Cockpit. Wir haben links den Drehzahlmesser, in der Mitte Tacho und Multifunktionsanzeige. Da kann ich hier durchschalten. Verschiedenste Anzeigen. Ich kann es jetzt leider nicht ganz alles erklären. Da muss ich auch nachschauen. Gibt es verschiedene Modi. Ja, Average 10 Kilometer die Stunde. Ich bin nicht viel gefahren scheinbar. Also Reichweite noch 407. Also wir können noch loslegen. Und was noch ganz interessant ist, ist eben das rechte Rundinstrument. Da haben wir in dem oberen Drittel Charge und Assist. Das heißt, wenn die Nadel nach links geht, charge ich. Wenn sie nach rechts geht, im blauen Bereich ist, dann bekomme ich Unterstützung vom Elektromotor. PRNDS ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Das S heißt nicht Spar, sondern Sport. Ich dachte erst, das wäre vielleicht noch eine extra Spartaste, aber nein, die Spartaste haben wir woanders, also ganz rechts nochmal, um beim Rundinstrument zu bleiben. Die Tankanzeige ist jetzt gerade ein bisschen die Zapfsäule, die da als Symbol sonst erkennbar ist, gerade überdeckt vom Zeiger. Ja, der Econ-Mode, der versteckt sich hier, linker Hand, und wenn ich diese Taste drücke, das mache ich jetzt gerade mal, so, dann erscheint also im Digitaldisplay in der Mitte Econ On. Und dann habe ich ja eben noch die Kombinationsmöglichkeit hier, dass ich jetzt hier noch auf D gehe. Ja? Und das ist, wie gesagt, Sport. Ja, was hat er noch? Er hat ein bisschen Sitzheizung, er hat eine schöne Klimaanlage. Ich denke mal, ich habe hier so die Luxus-Super-Vollausstattung. Habe hier eben auch noch entsprechend die Navi-Geschichte. Genau, sprich mir bitte nicht dazwischen, lass mich ausreden. Immer diese Navi-Frauen. Ja, und habe hier, glaube ich, das rundum sorglos glücklich Paket, so mit allem drum und dran und Schnick und Schnack und auch die Ledergeschichte hier. Und hier haben wir auch unser kleines Roadbook von Honda, damit wir wissen, wo es lang geht. Nein, hier sind einfach mal zwei Strecken vorgeschlagen, damit man, ja, wenn man sich hier nicht so auskennt in Hessen, so wie ich, dass man einfach mal weiß, wo kann man hier langfahren. Ja, hier ist jetzt im Moment gerade nichts weiter mit Durchblick. Ja, da kann ich also gucken, wie kann ich das hier machen. Ah, Open, ja. Hier ist der Schalter und dann kann ich das Glasdach, ja, das bringt jetzt nicht so viel, wenn ich das zeige, aber es geht jetzt hier zurück, habe volles Panorama-Glasdach. Ich würde jetzt allerdings, weil es ein bisschen stark sonnig ist, würde ich es jetzt auch einfach wieder zumachen, weil gerade im Moment die Klimaanlage
nicht so funktioniert, Hechel, dass es hier etwas kühler wird. Also wir haben hier einen wunderschönen Tag, wir haben ein wunderschönes Hybridfahrzeug, was ja, nach dem CRZ, der ja schon sehr schön eingeführt wurde, der ja mehr ein Spaßfahrzeug, würde ich sagen, im B-Segment, also unter den kleinen Wagen, der erste Hybrid, habe ich mir sagen lassen. Und ja, absolut alltagstauglich. Kann jeder soweit sich entscheiden, welche Modellversion er da wählt. Allerdings, Motor gibt es nur eine Version. Und so sieht er nochmal von vorne aus. Ich habe, nicht wundern, ich bin hier nicht in England, aber ich habe hier natürlich die Vollausstattung. Das ist das englische Modell. So, die Klappe ist entriegelt, die Motorhaube. Muss ich hier so ein bisschen gegen, ja, richtig, genau. Und kann euch mal einen kleinen Einblick in den Motor geben. Da ist nicht viel zu sehen. Ja, ich muss jetzt noch mal gerade ganz kurz hier zu sehen, dass hier auch offen stehen bleibt. Genau, das ist immer mit einer Hand nicht so leicht und einfach. Das ist also das bisschen Motor mit viel Technik, mit IMA-Technik. Das ist der Motor. Und wie man jetzt einen Hybrid, einen Honda Jazz Hybrid erkennen kann, ist eigentlich ganz einfach. Da kann die Motorhaube auch zu sein. Es ist einfach diese Geschichte hier, die ist glänzend. Wenn ihr einen, also gibt es ja in verschiedensten Farben, führe ich euch noch auf. Aber wenn das glänzend ist, dann ist es ein Hybrid. Die anderen Fahrzeuge, die normalen Benziner, sind ohne dieses Chrom-Emblem. Also ganz einfach zu erkennen von vorne. Man kann natürlich beide Sitze umklappen. Ja, ich habe jetzt nur mal so zu Vergleichszwecken, habe ich jetzt mal nur die linke Seite. Also es ist so ein Drittel, zwei Drittel Aufteilung, was ja manchmal auch Sinn machen kann. Und habe das einfach mal umgeklappt. Und jetzt kommt aber noch ein witziger Effekt. Ich klappe das mal wieder hoch und zeige euch von innen, wie man die Sitze noch anders zusammenklappen kann. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Also ich gehe noch mal ein Stück zurück. Ich bin hier von der linken Hecktür, von der hinteren Tür, bin ich jetzt hier beim Sitz. Und hier ist die Sitzfläche. Gurtschloss seht ihr. Und hier unten ist so eine Konstruktion. Und da ich jetzt ganz schlecht filmen und das gleichzeitig bedienen kann, lasst euch mal überraschen, was gleich passiert. So, ich bin jetzt gerade dabei. Oh, es ist jetzt ein bisschen schlechter Hebel zum Filmen. Hier den Sitz einzurasten. Und hier, wo das Teil drauf stand, sozusagen so ein bisschen, das ist nicht Campingtisch oder Campingstuhl. Das ist sehr, sehr stabil, auch wenn es so aussieht. Das kann man runterklappen und hier hat man also, was ganz großmundig angepriesen wurde, hat man diese Kinositz- oder Kinostuhlatmosphäre. Man kann also, wozu auch immer, kann man also den Raum hinter sich, ohne dass man den Kofferraum benutzen muss, kann man also auch noch mit allerlei Zeug, sag ich mal, befüllen. Also das heißt, die Sitze, wenn nicht gebraucht, können sich wegklappen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, vielleicht wenn man einen Hund hat, wäre eine Idee, schöne Decke hingelegt. Gut, man hat eben noch so ein bisschen den Mittelkanal, aber ich denke mal, da gibt es bestimmt verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten, wie man das machen kann und nutzen kann. Jetzt habe ich gerade noch was gesehen, das ist ja wirklich ganz, 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 ganz erstaunlich hier, wie lang der Scheibenwischer eigentlich ist hier. Hier ist das Gelenk und dann geht er so rüber. Also das sind ja wieder Ingenieure hier von Honda, das muss man mal sagen. Das ist ja echt spannend. Und der hier ist riesig lang. Riesig lang. Und der hier um die Ecke rum. Also schon mal ein echt witziges Detail, muss man ja sagen. So, hier die kleinen Seitenscheiben haben natürlich auch noch was. Also ich kann von hier aus das Lenkrad sehen. Dann gibt es bei den Außenspiegeln, sind auch nur bei den besseren Modellen, sage ich mal, sind die Blinker mit integriert. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wo die sind, dann muss ich mal bei dem anderen Modell gucken.
Ja, und Bereifung ist auch noch so eine Sache. Ich meine, dass es nur diese Art von Zollgröße gibt. Ich meine, es wären 15 Zoll. Das ist in dem Sinne, ich muss dich auch nochmal nachfragen, aber ich glaube, es ist begründet darin, dass je breiter und je voluminöser, also je mehr Auflagefläche ein Reifen hat, desto mehr Sprit verbraucht man ja auch. Und ich glaube, deswegen haben sie sich auf diese Größe hier erstmal limitiert. Denn den Benziner gibt es, glaube ich, auch eine Nummer größer. Ja, ach so, von hinten erkennt man, wenn man es nicht abbestellt als Typenschild, weiß nicht, ob das möglich ist, erkennt man hier drin, dass es ein Hybrid ist. So, jetzt sind wir einmal rum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal eine Runde fahren.